Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein und es ist unfassbar. Am 20. März 1890 ist tatsächlich der Erste Weltkrieg ausgebrochen und ich glaube, im deutschen Außenministerium ist man ziemlich verärgert, dass man die Gelegenheit nicht genutzt hat, als die Engländer, als man mit den Engländern ein Bündnis schließen konnte. Aber man versucht es nochmal. Wir fragen einfach nochmal an und schauen mal, was los ist. Ob die Briten noch... Oh, diplomatischer Wert 1, politische Überlegung plus 86, Drohung plus 15. Sie sind offenbar tatsächlich bereit, mit uns in diesen Krieg zu ziehen. Also scheint mir so zumindest so. Wir akzeptieren das nochmal. Und vielleicht kommt das zu spät. Ich bin nicht ganz sicher, weil die Anfrage läuft ja jetzt erst und dann bricht der Krieg aus. Also das ist der spannendste Moment. Jetzt müssen wir uns aber mal einen Plan machen und das ist nicht so einfach. Also wir sind hier ziemlich umzingelt. Wir müssen vielleicht mobilisieren. Das lassen wir mal von der Militärstärke abhängen. Wir haben jetzt hier 11 Korps, wenn ich das recht sehe, und eine ziemlich lange Front. Das Expeditionskorps, das wird natürlich hier auch genutzt werden. Ich glaube, wir werden mal versuchen, mit 3 Korps gegen Frankreich standzuhalten. Ich werde mal noch nicht offensiv gehen. Die Forts sind hier auch nicht schlecht ausgebaut. Wir werden erstmal hier vielleicht ein bisschen abwarten und eher uns eingraben. Wir haben ja eh keine großen Kriegsziele, die wir hier durchziehen wollen. Und mal gucken. Hier kommen werden sicher auch die Belgier und die Holländer gleich durchstoßen und helfen. Außerdem haben wir unten auch noch die Schweizer, mit denen wir rechnen müssen. Vielleicht gehen wir dann sogar nach Freiburg. Mal gucken. So, die Italiener werden vielleicht auch was tun. Schön formuliert. Ich hoffe sehr, dass sie was tun werden. Problem ist wirklich Russland und Österreich mit dieser langen Front. Da können wir nicht einfach zumachen. Das müssen wir irgendwie geschickt verteilen. Wir werden mal das erste Korps... Ja, wir werden das mal so ein bisschen aufteilen. Das werden wir hier hinziehen. Die werden wir hier oben hinziehen. Der vielleicht hier. Die bleiben da stehen. Okay. Ihr kommt dann hier nach Chemnitz. Und ihr kommt hier nach Görlitz. Da müssen wir ein bisschen hin und her jonglieren. Mal gucken. Das wird interessant. Jetzt ist überhaupt mal die Frage, ob wirklich alle in den Krieg mit einsteigen. Was machen wir hier unten mit unseren 2 Afrika-Korps? Ich glaube, das eine Korps, das senden wir aus hier gegen die französischen Kolonien. Ich meinte, wir werden sie sowieso nicht erobern können, aber wie es aussieht, haben die Holländer hier gar keine Truppen. Das ist ja auch mistig. Wir schicken es erstmal hier hin. Die Flotte, die schicken wir mal lieber erstmal hier nach oben. Was ist das hier? Das ist eine holländische Flotte. Okay. Weil ich habe mir überlegt, dass wir dieses erste Afrika-Korps lieber hier abziehen. Also ich fühle mich hier nicht bedroht. Die Osmanen sind hier unsere Freunde, die Spanier, die Briten. Ägypten wird uns jetzt sicher nicht angreifen. Das will ich hier lieber zum Einsatz bringen, um den Österreichern vielleicht hier an der Adria oder so in den Rücken zu fallen. Ins Schwarze Meer traue ich mich noch nicht. Aber da müssen wir auch erstmal abwarten, ehe jetzt unser Begleitschutz da ist. Können wir aber schon mal einladen. So, fällt uns noch was ein? Ja, wir müssen natürlich unseren Haushalt anpassen, ganz klar. Unsere Militärausgaben hochschrauben, sind wir bei minus 853 jetzt. Ich glaube, es ist vielleicht nicht hundertprozentig nötig, jetzt hier auf 100% zu gehen. Gehen wir mal auf 90. Obwohl, das würde man nicht im Krieg machen. Ne, wir gehen hier auf 100%. Und jetzt müssen wir ordentlich Steuern erhöhen. Es hilft nichts. Es ist Weltkrieg. Und das wird sich auch im Portemonnaie der Menschen niederschlagen. Jetzt sind auch alle gleich. Wir werden mal einfach mal ein schönes Null versuchen zu halten. Mit 43% ist das vielleicht ganz okay. Gut, dann haben wir das geleistet. Was wir jetzt noch machen werden, ist, wir werden ganz einfach noch ein normales Korps ausheben. Vielleicht mal in Magdeburg.
Haben wir das andere deaktiviert? Wo war das hier in Karlsruhe? Nee. Weil wir haben hier noch deutlich Reservoir. Deswegen werden wir ganz normal nochmal bauen nach unserem Schema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zweimal Pioniere. Viermal Artillerie. Und einmal Garde. Und einmal Husar. Das sind unsere 14. Okay. Wir können, glaube ich, sogar noch mehr bauen, aber wir lassen es erstmal dabei. So, jetzt ist die spannende Frage, was machen die Bündnispartner? Sind die alle mit dabei? Gibt es Probleme? Das ist jetzt wirklich das Entscheidende. Ich werde jetzt auch mal ein bisschen langsamer stellen, weil das jetzt wirklich spannend ist. Also Brasilien ehrt das Bündnis. Persien, Osmanen, Serben, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweden, Dänemark. Ja, dass das ein Weltkrieg wird, ahnen wir. Italien ist auf unserer Seite, großartig. Großbritannien akzeptiert erstmal die Einladung. Und jetzt müssen wir sie noch aktiv fragen. Sie werden auch akzeptieren, so wie es aussieht. Allerdings müssen wir da noch bis zum 3. April warten. So, und jetzt ist natürlich interessant, wie sieht es hier aus? Russisches Zarenreich stimmt zu. Österreich-Ungarn stimmt zu. Schweiz lehnt es ab. Das ist ja interessant. Okay. Das ist natürlich super. Dann können sie nicht durchmarschieren. Hoffe ich zumindest, dass sie nicht Durchmarschrechte besitzen. Das ist ja sehr schön. Und Tunis stimmt zu. Okay, Tunis ist hier die einzigen, die hier vielleicht ein bisschen nerven können. In unserer Suez-Provinz. Na gut, wir werden sehen. Das ist natürlich schön. Dann werden wir die auch direkt mal nach Colmar umleiten. Dann denke ich, ist das gerade richtig, dass wir hier nur mit 3 Korps gegen Frankreich stehen. Und hier könnte man versuchen, hier schon einen schnellen Vorstoß zu machen. Wobei sie nah bei mit mehr Armeen da sind. Nee, wir warten jetzt erstmal ab, bis unsere Organisation oben ist. Okay. Gucken wir uns das diplomatisch nochmal an. So sieht's aus. Ja, das nennt man Weltkrieg. Oh, hier, Brasilien kann sich auch ein bisschen engagieren. Das finde ich nicht schlecht. Kanada ist auch mit im Spiel. Ach so, als Verbündeter von Großbritannien. Oha. Und so sieht's auf der anderen Seite aus. Gut. Dann schauen wir uns das nochmal an. Oh ja. Gut, das ist ein obligatorischer Weltkriegsgrund. Das ist interessant gegenüber allen Feinden. Weltkriegskapitulation zwingt die andere Nation zur Entwaffnung und Zahlung von Kriegsreparationen. So sieht es derzeit aus mit der Militärstärke. Und das ist noch ohne Großbritannien, wie mir scheint. Auch gut, dass die Osmanen dabei sind. Die haben ja doch eine erstaunliche Stärke. Frankreich ist dann doch das gefährlichste Land. Und wenn jetzt noch Großbritannien mit dabei ist, ich glaube, wir werden erstmal nicht mobilisieren. Wir werden erstmal nicht mobilisieren, sondern hier mal ganz defensiv diesen Krieg beginnen. Und mal gucken. Ja, die anderen mobilisieren natürlich, das ist klar. Hier wird auch schon... Ja, jetzt geht's... Jetzt wird es langsam... Das wird anstrengend, sage ich gleich mal. Ach Gott, den haben wir noch gar nicht runtergezogen. Weil wir hier viel Kram zu beachten haben. Er geht schon mal nach Bayreuth. Warum gehst du weg eigentlich? Er geht nach Landshut. Na, wir lassen sie erstmal dahin marschieren. Jetzt gibt es noch Ärger hier. Italien, auch wenn sie auf unserer Seite sind, machen sie Stress diplomatisch. Das ist natürlich nicht schön. Wir müssen unbedingt darauf achten, was hier mit Großbritannien los ist. Und jetzt gucken wir auch mal. Oha. Was ist das denn? 22 Großschiffe haben die. Die 8. Flotte. Also es kann sein, dass es völlig veraltete Großschiffe sind, aber es ist trotzdem erschreckend, wenn die so eine Riesenflotte haben. Was haben die
Briten. 0050, das ist ja eine reine Transportflotte. Haben die Briten etwa keine Flotte gebaut? Das wäre ja fatal. Wir lassen unsere Flotte erstmal hier drin. Auch bis die Organisation oben ist. Ich will jetzt hier nichts riskieren. Was machen die Russen? Die marschieren schon. Die stehen schon. Okay. Oha, das wird hier echt heftig. Gut, hier marschieren wir. Hier sind wir schon unterlegen. Wir müssen uns kurz mal zurückziehen, glaube ich. Nach Elbingen. Hier marschieren drei Armeen auf uns zu. Das ist irgendwie nicht gut. Das Schwierige wird sein, hier den Überblick zu behalten, weil man hier laufend pausieren muss, um nichts zu verpassen. So, wie fangen wir an? Ich denke, hier gehen wir hier vor, mit denen gehen wir hier vor und mit denen gehen wir hier vor. Die kriegen allerdings Verstärkung, auch nach Landshut, das ist schlecht. Nee, dann sollten wir lieber unsere zahlenmäßige Stärke nutzen, um die direkt zu vernichten. Solange wir hier überlegen sind, am Wald angreifen. Ich glaube, wir müssen hier mal gen Norden ziehen. Ja, riskieren wir das so. Oh, Leute, 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 Leute. Hier unten irgendwas zu beachten? Erstmal noch nicht, glaube ich. Das wird so heftig. So, Brasilien mobilisiert, die Osmanen mobilisieren, Dänemark mobilisiert. Die Franzosen haben, glaube ich, noch nicht mobilisiert, wenn ich das richtig gesehen habe. So, Serbien, Spanien, Belgien sind... Oder es wird uns nicht angezeigt? Doch, es müsste uns angezeigt werden. Niederlande mobilisiert, Schweden mobilisiert. Sehr schön. So, die ersten beiden Schlachten sind ergangen. Nein, vier Schlachten sind sogar schon ergangen. In Bayreuth auch. Massive Überlegenheit. Frankreich zieht hier erstmal mit voller Macht gegen Italien. Wisst ihr was? Dann marschieren wir doch ein. Dann machen wir jetzt hier gleich kurzen Prozess. Merkwürdiger Krieg. Sie erklären uns den Krieg wegen Elsass-Lothringen und marschieren dann erstmal mit voller Macht in Italien ein. Das ist ein bisschen fragwürdig. Okay. Hier läuft es ganz gut. Kurz hier nach unten gucken. Unsere Flotte, die will ich noch da haben, bevor ich die losschicke. Und die Osmanen sind hier Gott sei Dank auch schon aktiv. Und gegen Tunis vor. Das ist hervorragend. Ja, unser Bündnis ist schon nicht schlecht. Unser Bündnis ist nicht schlecht. Und wenn jetzt Großbritannien noch dazu kommt, was ich sehr hoffe, ich habe es schon wieder vergessen, wann wir anfangen können. 3. April. Das ist nicht mehr lang. Frankreich hat mobilisiert. Okay, und wir haben nochmal Marine-Risikomanagement. Ach, auch wenn es jetzt retardierend ist, aber wir müssen einfach nochmal würfeln. Die 10. Die 10 ist... Ach nee, wir hatten glaube ich gesagt, in Kriegszeiten machen wir sowieso nur Armee und Marine. Das macht auch absolut Sinn, deswegen würfeln wir diesmal nicht, sondern nehmen Militärlogistik. Das war, glaube ich, das, was wir mal eingeführt hatten. Frankreich mobilisiert. Wir haben den 30. März. Drei Schlachten laufen. Wir haben Elektromaschinen. Das interessiert uns jetzt mal ausnahmsweise nicht, weil es so dramatisch ist. Was ist hier in Bayreuth? 114.000 Truppen. Wow. Da ist noch eine dritte Armee mit reingegangen. Das war jetzt nicht meine Absicht. Oh Gott, was ist denn hier los? 168 Brigaden der Franzosen. Das ist natürlich Hardcore. Damit habe ich jetzt da echt gar nicht gerechnet. Ach du Schreck. So, aber jetzt ist der Moment gekommen, wo wir bei Großbritannien anfragen. Militärhilfe einfordern. Sie werden akzeptieren. Hervorragend. So. Sie ehren das Ganze, treten in den Weltkrieg ein. Und ihre Stärke ist allerdings... schwächer, deutlich schwächer, als ich gehofft hatte. 266. Offenbar haben sie irgendwie völlig den Flottenausbau verpennt. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum sie so schwach sind. Oh Mann, 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 Mann. So. Wir
denke ich, beschränken uns erstmal darauf, hier Feldschlachten zu gewinnen. Das ist hier schon mal ganz gut gelungen. In Liegnitz. Wie sieht hier die Organisation aus? Nicht so tolle. Ich will damit nicht gleich weiter marschieren. In Bayreuth. 15.000 selbst verloren, dagegen 18.000. Das ist alles nicht so beeindruckend. Wir müssen jetzt erstmal hier auseinanderkommen. So, und ihr marschiert mal hier nach Chemnitz, würde ich sagen. Ja, wir müssen die jetzt erstmal irgendwie ein bisschen erholen lassen. So geht's nicht. Das war zumindest mal eine eindeutig siegreiche Schlacht und hier die Torun auch. Okay, das lief ganz gut. Das lief ganz gut. Jetzt ist die Frage, wie ist hier unsere Organisation? Wir haben hier keine Verlustquoten im eigenen Terrain, obwohl wir 77 Brigaden haben. Das ist gut. Dann bleiben wir direkt hier stehen. Wo ziehst du eigentlich hin? Bleib mal hier in Helbing. Das ist schon in Ordnung. Und wir warten aber trotzdem noch auf bessere Organisationen. Was passiert hier in Frankreich? Noch nicht viel. Da haben wir natürlich Verluste. Aber ist klar, die Franzosen marschieren hier in Italien vor. Okay. So, wir sind jetzt hier. Wir werden mit unserer Kriegsflotte und... Ah, die Osmanen sind hier auch schon sehr schön. Wir werden hier, glaube ich, anlanden. Ja, wo eigentlich? Wir helfen den Osmanen hier. Hier ist der Gegner ziemlich überlegen. Der hat ja hier echt viele Armeen stehen. Das ist knifflig. Wo könnten wir noch anlanden und sinnvoll helfen? In Südfrankreich? In Russland? Allerorten, es wird gekämpft. Ich bin unsicher. Na, ich glaube, wir wählen hier doch mal... Ach, ein blödes Chor, das ist einfach nicht viel. Wir nehmen Südfrankreich. Wir landen in Marseille. Achso, vielleicht sollte ich mal die Flotte so anklicken, genau. Ich hoffe mal, dass die Franzosen hier keine gefährliche... Oh doch, hier kommt schon eine Seeschlacht. Aber... Das ist natürlich schwer. Ah, wir sehen hier, was los ist. Schwere Schiffe, ein Panzerschiff. Und vier Transporter. Das ist kein Problem für uns. Da kann unsere Flotte absolut mithalten. Gut. So, Landshut ist schon in der Hand der Österreicher. Sie marschieren hier auch schon. Wir sind hier nicht so überlegen, wie ich mir das wünsche. Wir werden hier wieder gegen... Bayreuth ziehen. Hier werden wir die versuchen zu vernichten. Warum ziehen wir hier weg? Wo ist der Schwerpunkt? Ich glaube, hier brauchen wir keine weitere Einheit. Hier sind eher die Probleme. Sag mal, kann das sein, dass die hier automatisch irgendwo hinziehen, weil ich Rebellenjagen angemacht habe? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die nach Küstrin geschickt habe. Sicher bin ich mir nicht. Ich mach's mal lieber aus. Mache ich nachher noch manuell. Weil die bewegen sich doch hier laufend irgendwie sinnlos durch die Gegend. Ich glaube, da ist irgendwie was komisch. Die hier auch. Die habe ich doch nicht dahin geschickt. Nach Küstrin. Da stimmt doch irgendwas nicht. Wir müssen das ausschalten, Leute. Sonst kommen wir hier völlig aus dem Plan. So, wir marschieren hier wieder rein. Okay, Leute, das ist alles jetzt ein bisschen holprig, hat das begonnen. Aber ihr kennt das bei Kriegen. Das ist nicht so einfach, hier den Überblick zu halten. Aber ich sehe mit Freuden, dass die Briten zumindest in der Lage sind, hoffe ich zumindest, ihre Truppen hier rüberzubringen, obwohl sie hier attackiert werden von der französischen Flotte. Vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, wo wir mal unsere Flotte rausholen müssen. Und diese Landung hier unterstützen müssen. Mal sehen, ob wir noch rechtzeitig ankommen.
Wir nehmen es beim nächsten Mal. Puh. Bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.